Herzlich willkommen zur Teamentwicklung, genauer gesagt zur Toolbox für die Teamentwicklung. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin, Coach und Beraterin und habe in den letzten 15 Jahren unzählige Teams bei ihrer Entwicklung begleiten dürfen. Und die Erkenntnisse daraus, die Tools, die Möglichkeiten, die möchte ich dir heute hier und mit den nächsten Kapiteln mitgeben. Das ist sehr praxisorientiert und spricht dich sicherlich an, wenn du Führungskraft bist, weil du als Führungskraft natürlich Einfluss nehmen kannst auf die Entwicklung deines Teams oder aber auch als Teammitglied, um zu verstehen, welche Rollen braucht es, welche Phasen müssen durchlaufen werden, was kann ich eigentlich tun, um gut in so eine nächste Phase eintauchen zu können. Das Ganze habe ich für dich in 4 Kapiteln aufgebaut. Im ersten Kapitel schauen wir uns genau an, was sind denn die Erfolgsfaktoren von Teams? Also was braucht es und was ist vor allen Dingen auch der Nutzen? Warum ist Teamarbeit häufig so viel erfolgreicher als Einzelarbeit? Nur, das gilt natürlich nicht für alle Aufgaben, nur für besondere. Und welche das sind, das schauen wir uns zum Beispiel an. Wir gucken uns an, was Teamverstärker sind und die Rolle der Führung in genau diesem Prozess. Im zweiten Kapitel geht es dann um Teamrollen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, je diverser ein Team aufgestellt ist, je mehr Unterschiedlichkeit da ist, desto erfolgreicher kann es sein. Und da gibt es viele Modelle, die das versuchen zu erklären, die Komplexität zu reduzieren. Ein Modell, das ich hier intensiver mit euch anschauen möchte, ist das Belbin-Modell, die Teamrollen. Und zu gucken, wen gibt es da alles, wen besetzen wir im Team und wo ist denn dann auch Musik drin. Aber nicht nur Belbin gucken wir uns an. Es gibt andere Modelle, die noch andere Aspekte mit reinbringen, die systemisch herangehen. Und auch das schauen wir uns an. So 2 Stichworte dazu schon mal. Das ist das Format-Modell. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus anderen Toolboxen von mir. Das nutze ich sehr gerne. Oder auch das Profile Dynamics Tool, das sehr systemisch rangeht, um genau diese Themen zu erklären und verständlich zu machen. Im dritten Kapitel dann gucken wir uns die unterschiedlichen Phasen in der Teamentwicklung an. Also ein Team, das unterschiedliche Phasen bis zum Reifeprozess durchläuft, ist voll entwickelt und natürlich voll leistungsfähig. Ja, Reifung ist wie beim guten Wein, das durchläuft verschiedene Phasen. Anders als beim Wein ist es allerdings, dass ich noch mehr Einfluss nehmen kann auf die Schnelligkeit als Führungskraft, in der diese Phasen durchlaufen werden kann. Ich kann also Tools nutzen, die die Teammitglieder begleiten, schneller durch diese einzelnen Phasen zu kommen, um dann wirklich ihre volle Leistungsfähigkeit am Ende des Prozesses entfalten zu können. Und auch das ist wichtig zu wissen, jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied dazukommt oder eins rausgeht, werden diese Phasen wieder neu durchlaufen. Das kann ein bisschen schneller sein, aber sie werden neu durchlaufen. Und im letzten Kapitel, im vierten Kapitel, gucken wir uns an, welche Möglichkeiten der Reviews es denn gibt. Denn das ist einer der ganz wichtigen Erfolgsfaktoren, die mir sehr am Herzen liegen. Durch Reviews kann ich wirklich bei der Entwicklung durchgängig unterstützen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Formate, die hilfreich sind. Und dafür braucht es nicht immer einen externen, das kann ich auch als Führungskraft tun, diese Formate zu nutzen, um bei der Teamentwicklung zu begleiten. Vielleicht mache ich mich dann ein bisschen arbeitslos, das kann gut sein. Trotzdem möchte ich euch dabei unterstützen. Viel Erfolg, viel Spaß dabei bei den nächsten Kapiteln.